Hallo, ihr Regenbogenkatzen. Ich bin Maneko und zeige euch, wie man einen herbstlichen Kranz aus Kastanien macht. Viel Spaß! Das Material für den herbstlichen Kastanienkranz: einen großen Styroporkranz mit einem Durchmesser von ca. 30 cm. Viele Kastanien kann man am besten im Park sammeln. Festes Band, am besten in herbstlichen Farben. Herbstliche Deko, aber nicht zu viel davon. Viele Heißklebepatronen und eine Heißklebepistole. Als erstes wird das Band um den Styroporring mit einer dicken Schleife geknotet. Das Band muss stabil sein, denn der Kranz wird durch die vielen Kastanien ziemlich schwer. Die Enden des Bandes werden mit dem Feuer eines Feuerzeuges verschmort, damit das Band sich später nicht mehr aufribbeln kann. Die Schleife kann man normal binden und einfach zwei große Schlaufen ziehen und miteinander verknoten. Die Schlaufen der Schleife werden nochmal verknotet, um eine schöne Form zu erhalten. An diesem Band kann nun die richtige Aufhängung angeknotet werden. Nun werden die Kastanien auf den Styroporring geklebt. Dazu kann man die Heißkleber am besten auf den Ring selbst geben, denn man kann sich schnell Brandblasen holen, wenn man unvorsichtig beim Kleben auf die Kastanie. Bitte Heißklebe nicht sparen, es hält sonst nicht. Auf Lücken entweder kleine Kastanien kleben oder mit Heißkleber füllen. Dies ist wichtig für die Stabilität des Kranzes. Die aufgesetzten großen Kastanien machen den Kranz üppiger. Auch das Band kann überklebt werden, nur muss man die Schleife und die Aufhängung freilassen. Für die Deko kann man zum Beispiel künstliche Pilze oder Holzigel oder Holzblätter verwenden. Man kann aber auch mit Goldspray besprühte Kunstblätter nehmen. Zum Schluss einfach die Fäden der Heißkleber entfernen und fertig ist der Kranz.
Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, dem Video eine Bewertung zu geben und eure Meinung unten in die Kommentare zu schreiben. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal!